Dann, wie sieht denn das hier aus? 10 Durchbrüche haben wir. Ah, das könnte eine Beförderung geben, hä? Da könnt ihr doch heute mit der Charlotte mal essen gehen, oder? Und hier war Geschicklichkeit Level 5. Ah, ich würde mit der Rakete halt gerne noch warten, bis wir dann irgendwann mal umgezogen sind. Über Aliens unterhalten, dann erfindest du hier erstmal die komische Klon-Dingsbumster. So, da. So, dann kannst du hier eine Pflanzenprobe analysieren. Aber ich hätte auch gern so eine Maschine. Also unterm Strich ist das ja ein 3D-Drucker mit Hirn, oder? Also mit künstlichem Hirn. Wollen wir mal gucken, wie lange der braucht. Genau, mach weiter. Ey, schieß ja nicht daneben. Wenn hier wieder ein Feuer ausbricht, dann gibt's Ärger. Ja, hier ein bisschen aufs Alter aufpassen. Ja, da fertig. Klonmaschine erfunden. Gerd hat eine Klonmaschine erfunden. Was kann er klonen? Ziehe die Klonmaschine vom Erfindungserbauer, ziehe anschließend Dinge auf die Klonmaschine und wähle dann Objekt klonen. So, die haben wir mal dahin. Jetzt muss ich eher eine Pflanze klonen. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. So, klonen. Oh. Da geht's aber gar nicht gut. Na, was machst du denn da? Mach die Maschine nicht kaputt, die brauchen wir noch. Jetzt ist ein 500 Millionen Euro Teleskop. Oh, neues Sammelbildschirm gekriegt. Ach, kein Scheiß. Hallo? Löwe mal. Hab ich da nicht... Egal. Ey, doch nicht so. So, über Aliens unterhalten. Hier, Nobo, du Dingsbums. Oh, warte mal, ein Serum. Habe ich noch ein Serum? Ich habe doch ein Serum, oder? So, ab und an wünschte ich mir hier Rubriken. Weil irgendwann wird da drin nämlich echt unübersichtlich. Hier, Rosenparfüm. Lonnen. AFK, alles klar, Kelly. So. Ja, das können wir nicht, das Slimy-Dingsbumster. Dahin, da rein. So, dann unterhalte mal jetzt hier über Aliens. Was willst du denn da machen? Ansehen? Nee. So.
über Aliens unterhalten. Wo steht denn das hier? Über Aliens über das diskutieren. Hoffe, das funktioniert genauso. So, über Aliens, über Aliens. Oh. Ach, der über, das muss das sein. Tiefgründiges Gespräch mit Viktor Weng. War der da vorne? So, tiefgründiges Gespräch. Hammer. Nastibi? Depura? Susu? Choki? Lurch? Boah, Alter, nerv mich halt nicht. Wo haben wir es nur wieder? Da. So, jetzt aber. Alter, hallo sagen kann er? Und ein verdorbenes. Das war's verkehrte. Den brauchen wir. So kann ich nur ein Rosenparfüm verdorben machen. Yuki Bär ist zu junger Erwachsener geworden, okay. Hat die jetzt keinen? Knapp. Achso, die braucht ja eh noch Fitness. Wieso kann die eigentlich Fitness nicht? Während dieses These, das Serum sieht irgendwie verdorben aus, naja, sollte ja auch verdorben sein, ne? So. Hallo? Ah, gerade falsch geguckt. Was machen wir denn da nun? Pflanze gießen können wir nicht. Krankenkontrolle putzen lassen brauchen wir auch nicht. So, was haben wir denn hier? Jo, kann man mal auch mal machen. Bin ich ja mal gespannt, was da rauskommt. Und Gerd? Hast du schon was Brauchbares? Von wem ist die Probe? Ist das ein Alien? Oder eine Meerjungmannfrau? Oder ein Vampir? Analyse erfolgreich. Gerd hat bemerkt, dass er alle Merkmale von Viktor Feng kennt. Oh. Okay, müssen wir mal probieren. Viktor Feng, wie sieht denn die... Noch eine DNA-Probe von Viktor Feng. Oh, Plankton.
Paradiesvogelblume. Wo ist denn das Ding her? Gänseblüme, genau. Was fehlt der uns? Basilikum, glaube ich, ne, für irgendein Ding. Nicht da, da hoch. E-Mail beobachten. Komm, da kann man wieder schön zuschauen beim Mitlaufen. Hallo, Jeanette. Na, immer überall hier diese versiegelten oder versiegelbaren Türen, hä? Ui, kann der schnell Treppen laufen, ne? Und piu! Ah, coole Aussicht von hier oben. Gut, das da drin brauchen wir uns da nicht geben. Genau, irgendwo, wo waren das? War das da hinten? Ne. Hier ist ja noch ein Ding, kann man angeln, ne? Warum ist der wütend? Ah. Oh, Gewürzfestival, da sollten wir heute mit der Jeanette hingehen. Level 8 der Fähigkeit Logik. Oh. Gerd wurde befördert und ist jetzt Ufologe. Er verdient jetzt 30 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 102 Simoleons pro Stunde ergibt. Er hat zudem den folgenden Bonus erhalten: 576 Simoleons, fabelhafte Wandtür, bruchsicheres Fenster X-180 plus ein Urlaubstag. Und 843 haben wir verdient. So muss das. So. Gerd kann jetzt Kristallproben sammeln und sie unter dem Mikroskop analysieren. Er kann außerdem gestressten Sims logische Lösungen liefern. Gerd Inventar haben ein neues Sammelbild. Cassandra Grusel ist zu junge Erwachsene geworden und das ist nochmal das Beförderungsding. Oh, die hat aber gar keinen Spaß. So, wie wär's denn mal, wenn du Sims Forever spielst, ja? Nein, das war verkehrt. Du gehst aufs Klo. Ah, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch. Ich glaube, das wäre keiner. Oh, wir haben wieder was gekriegt. So, Reste nehmen. So, dann darfst du ja so, müssen wir hier abbrechen. So, dann machen wir das so, dann speichern wir. Dann gehen wir da hin und dann, wo war denn da Festival-Info?
Gehen wir dahin mit. Also, jetzt kann ich ja so machen. Gesundheit, Frau. So, dann können wir da nämlich noch ein bisschen. So, er hat soweit alles. Da sind sie doch. Haben wir den Salbei, Busch, Petersilie, Pilzgruppe, Brombeerstrauch, Salbei, Petersilie, kein Basilikum. Oh. Komm, du gehst erstmal alles ernten. Du gehst dabei. Bissele. Was haben wir denn da sonst noch? Was machten sie eigentlich? Ach, schon du da draußen, du musst da drin sein. Zusammen bei Curry Herausforderung mitmachen. Hallo? Hast du mal auf hier? Hat sie das nicht mitgemacht, oder wie? Ey, nicht verstecken. Gerd hat das schärfste aller scharfen Gerichte gegessen. Er kann nun damit angeben, der neue Curry Champion zu sein und hat ein cooles neues T-Shirt gewonnen. Sieh beim nächsten Mal, wenn du ein Outfit planst, in deinem Kleiderschrank nach. Okay. Charlotte Bach ist bei der Herausforderung gescheitert. Oh. Ah. Bist du überhaupt? Megastar! Auf dem Geburtsfestival, alles klar. Ah, da genießen sie die zwei, hä? Kurz vor 0 Uhr. So, wie sieht's bei ihr aus? Hallo?
Oh, da gibt's wieder Gut Eichhoff. Die Schmitz-Familie ist in Camp Kelders. Ey! Also, war das Erklärung, die Umzugsmeldungen da oben und diese Alterungen. Ist übrigens aus der MC Commander Mod. Schmitz Familie, Cam Caldera Hochzeit. Judith Ward und Gunther Munch haben geheiratet. Marina Paulus und Malcolm Landgrab. Rito Trivedi und Kalle Badore. So, wie sieht denn das bei dir aus, Mädel? Oh, ich glaube, der brennt der Zunge ein bisschen, So. Schlafen. Speichern. So, dann dürfen sie sich jetzt ausschlafen und am nächsten Tag geht's ab an den Strand. Da hat Madame Jalotte mal richtig ordentlich zu schwimmen. Erika Nakamura. Hab ich ja noch gar nicht gehört. Mahlzeit. Na, die kann das auch recht gut, ja. So, dann erfrischende Dusche. Und was haben wir denn da drin? Genau, zwei Pfannkuchen haben wir noch. Na, das passt doch. So, wie sieht denn das mit dir aus? Hä? Na komm schon jetzt. Nein, die brauchen später auf jeden Fall ein besseres Bett. So, verwenden. Duschen brauchen wir nicht, aber der Papa muss er machen, sonst fällt er vom Fleisch. Der olle Fresssack. So, und du irgendwo energiegeladen joggen, so rum. So. Dann. Warte mal, bis sie wieder da ist. Er kann dabei so lange hier. Dann kann er hier alles ernten. Na komm schon. Na, da rennen sie. Beim Abspülen hat der einen Heureka-Moment. Okay. Warum nicht? Hier ist Woll, Milbenmittel anwenden, Imkeranzug anziehen, macht man eigentlich andersrum, aber egal. Genau darum. So. Hallo? Ich sag dir Honig sammeln, du Sack. Post zugestellt, na doll. Imkeranzug ausziehen. La Post. Jetzt nimm ihn wieder rum, weil er
So, wo sind sie eigentlich? Ach, sie ist auch schon da. Hey, du, warte mal, dann kannst du... Oh, Mann, ey. So, weil dann könnt ihr zwei Schnupperlässe nämlich schwimmen gehen. So, Sulani. Ah, wo gehen wir denn da hin? Ach, hier genau. Hier, da. Dieses Grundstück ist nicht an das Strom- oder Sanitärnetz angeschlossen, weshalb auch keine entsprechenden Rechnungen anfallen. Wenn das mal kein natürliches Leben ist, okay. Auf diesem Grundstück kannst du die Vielfalt des Meeres genießen. Es kann inspirierend sein, im Meer zu schwimmen. Hier kannst du die Delfine und seltene Fische... Irgendwas fehlt doch da. Hatte Kelly recht. Das ist ja doof. So. Was haben wir denn hier noch? Lani Sanctas. Ein idyllisches Tropenparadies mit weißen Sandstränden und warmen, lebendigen Gewässern. Die üppigen Urwälder sind perfekt geeignet, um sich im zeitlosen Geist der Insel zu verlieren. Nee, weil darüber geht es da nicht. Ach, hier ist schon wieder wer ausgezogen. Strand von Ohan Ali. Hier oder dahin? Wir sagen, sie gehen dahin. So. Du brauchst schnell Kohle, erledige einen oder zwei Nebenjobs. So. So, er tut und labert und macht und ich sag hier so rum. Und sie sagt dann einfach nur... Halt die Klappe und gib mir einen Knutscher. Einen Kuss hauchen ist Ruhm. Ewige Liebe klären, erklären ist auch Ruhm. Warum ist das bitte Ruhm? Wange streicheln ist auch Ruhm. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Samso Mog. Bonji. Canathoi Narbol. Milshaba. So. Oh, Shaga Fanu. Huh, Phoebe. Oh. Was ist denn das da? Nix. So, zusammen. Ah, die machen erstmal was anderes. Komm mal her, ja. Komm, hier ist ja gerade so schön, ne? Hier, 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 Sparren. Oh, Arfumanu. Fambo Fuba. Hier, 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 hier. No beam flurba. Salutieren. Aha. War so nicht geplant. Oh, come on. Bleib doch mal stehen jetzt. Ich treff dich schnell. Matt. Sparren wollte ich nicht. Ha!
So, und dann googeln wir mal. Gerade erst begonnen. Oh, so so. More hey. So, nochmal. Alter, da muscht der den ganzen Abend sparen, damit der nächsten Tag das irgendwann mal voll hast. 25 beim zweiten. Ushim! Matt! Wenn ich halt mal nicht immer daneben klicken würde. Mann, 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 Mann. So, so.